Ich kitzle mal das Elfenbein. Ich glaube, sie amüsiert sich gut. Hat auch ein anderes Make-up heute drauf. Komisch. Hast du fast nicht erkannt. Alter, und die tanzt dazu. Ich glaube, es hackt. Die tanzt wahrscheinlich eher dazu. Kann ich hier nicht mittanzen? Mit Kaltherz tanzen, genau. Machen wir doch das mal. Tim, tim, de, de, de. De, 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 de. Ah, jetzt tanzen die zusammen? Ja, tanzen jetzt zusammen. Ich weiß es gar nicht. Reden die auch? Hier ist es so leise. Was ist denn los? Ich höre überhaupt nicht. Wozu tanzen die? Und jetzt, wieso geht die jetzt weg? Mann, ich wollte einen schönen Mädelsarm haben. Umarmen. Komm, wir umarmen uns mal. Ich esse deine Seele. Und jetzt rede ich über mich. Ja. Es ist kalt in meinem Herzen. Ich freue mich, dass wir Freundinnen sind. Ich zehre von deinem Leid. Von deinem Leid, nicht von deinem Kleid. Hör doch mal zu. Oh Gott, bist du dumm. Ja. Die verstehen sie aber trotzdem gut. Was? Ach, plaudern, okay. Schmeicheln wir ihr mal. Mal gucken. Ja, warum nicht? Deine Kutte ist so schwarz wie der Tod. Über neueste Spiele reden, mit Noten prahlen. Wir wollen ja nicht prahlen. Kennenlernen. Fesselnde Geschichte erzählen. Beziehungstipps geben. Naja, weiß ich nicht. Nach Tag fragen. So, von Jambus schwärmen. Insiderwitz. Ich habe das Gefühl, nach Liebesleben fragen. Ja, das ist doch gut. So. Ich weiß gar nicht, bei welchem Thema die gerade sind. Einfach plaudern, okay. Ist auch noch ein angenehmes Gespräch. Ich finde es wohl verstörend, dass die Frauen hier alle so große Brüste haben, seitdem wir das Plug-in wirklich tatsächlich aus Versehen, aber das glaubt mir niemand. Hey, da draußen ist Gollum. Gollum kommt gerade zu Besuch. So, ihr Liebesleben ist Müll, wie ich gerade sehe. Kompliment über Outfit machen? Natürlich, das passt ja auch. Ihr Outfit ist wirklich schön. Das erinnert mich an den Frühling. So. Witze erzählen. Wieso kann man die eigentlich nicht singen? Auftritt geben. Ich habe ein richtiges Lama da unten. Es guckt so traurig. Aber du kannst mir gerne mal die Klamotten vom Leib reißen und das Lama streicheln. Oh, die sind beste Freunde geworden soeben. Ist auch ein angenehmes Gespräch. Ich würde gerne mal damit spielen, mit dem Lama. Oh, du bist aber frivol. Ja, wir können sofort ins Bett gehen und mit dem Lama spielen. Ich werde es streicheln, bis es zutraulich wird. Ja, aber es wird vor allem sehr heiß. Hier drin, meine ich. Oder bist du das? Ich weiß aber nicht so genau, was da passiert. Witz über Affen erzählen, komm. Alter, was ist er denn hier vorne? So, machen wir nochmal ein Geheimnis ausplaudern. Dieser komische Wurstkopf hier vorne. So, wir geben ein paar Beziehungstipps. Natürlich ist der Beziehungstipps... komm mit mir zusammen. Ich hab sonst keine Freunde. Mein Herz ist mehrfach gebrochen und liegt in Scherben. Ist das nicht schön? Ja, ich mag das. Ah, das sind schon Beziehungstipps. Alter, die quatschen aber schnell. Ich komme da gar nicht so schnell hinterher. Im gemeinsamen Foto machen können wir auch nochmal machen. Nach Techtelmechtel fragen. Ich glaube, die sie ist eine junge Erwachsene, ne? Deswegen werden wir hier nicht, so viel... Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Knuddeln, Hände küssen, aufreizen, posieren. Oh, wir lassen Tränen und aufreizen, posieren. Ich schnall mich ja schon mal am Stuhl fest, weil Romantik. Knuddeln können wir ja auch mal machen. Fragen, ob Sim Single ist. Das machen wir natürlich auch gleich. Wir haben ein sehr angenehmes Gespräch. Das wird gleich eine Kurve nach unten nehmen. Es wird gleich bergab gehen hier. So, hier. Nachher machen wir Nacktbilder. Mit dem Lama drauf. Ja, guck mal hier. Ich glaube, das war gerade das Posieren. Ich war gerade auch erotisch berührt. Oh, jetzt knuddeln die. Oh. Kaltherz ist sehr kokett. Oh, wir sind beide sehr kokett. Tremont hat erfahren, dass Kaltherz Single ist. Oh, dann ran an den Spaß. Was ist denn hier los, bitteschön? Voll die Gravitationstheke hier. Alter, die erschlagen sich doch gegenseitig beim Tanzen. So, Hände küssen. Oh, das hat Sims vorgeschlagen. Ich war das nicht. Nach Liebesleben fragen. Oh, das hat Sims vorgeschlagen. Ich war das nicht. Romantik. Oh, Kompliment über Aussehen. Gestehen, verknallt zu sein. Wir flirten mal. Einen Kuss hauchen. Wenn Tränenmond einen Kuss haucht, dann kommen da so Fledermäuse aus dem Mund. Wir gucken uns das mal an. Einen Kuss hauchen. Alter, was passiert denn hier gerade? Ja, es schmeckt nach Friedhofserde. So, was machen die jetzt? Oh, ich bin ein bisschen... Oh. Was passiert da gerade? Ach, 25, okay. Du bist der Sonnenaufgang bei einer Supernova. Du hast auch mal ein Buch geschrieben. Schreibst du mir ein Liebeslied? Dies ist ein Liebeslied. Was passiert da gerade mit Kaltes? Ach, die plaudern jetzt nur, okay. Ersten Kuss erleben. Oh Gott, das geht mir zu schnell. Das geht noch nicht. Das können wir noch nicht machen. Wir müssen erstmal einen Kuss hauchen. Haben wir das überhaupt schon gemacht? Habe ich gar nicht gesehen. Alter, da kam ja... Das waren keine Fledermäuse, das war schlüpfrige Fragestellen. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz komisch. Warum bin ich denn so aufgeregt? Eigentlich sollte das ja gar nicht passieren. Setz dich zu mir. Ich stelle dir eine schlüpfrige Frage. Sie hat mit Handschellen zu tun. Was? Was? Ich stehe auf Handschellen, vor allen Dingen bei meinen Opfern. Um Verabredung bitten. Bitten, Freundin zu sein. Um Gottes Willen, Romantik, Halsküssen. Was? Anmachspruch. Was ist denn hier los? Ich schenke dir Blumen. Eine ganze Trauerweide, nur für dich. Sinnlicher Austausch. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Händchen halten, gestehen, verknallt zu sein. Wir flirten nochmal. Einladen, über Nacht zu bleiben. Was? Ich mache Liebe wie ein Panzer. Ich rolle über dich und herrsche. Und manchmal rutsche ich aus und lande ungeschickt zwischen deinen Schenkeln. Ja. Oh, mein Kiefer tut weh. Ich bin sowas nicht gewohnt. Man nennt es Lachen. So, tanzen jetzt zusammen. Ich kann nämlich nur, ich will jetzt noch eine schlüpfrige Frage stellen. Und dann wir knuddeln, Hals küssen, versuchen zu verführen. Was ist denn los? Ich trau mich nicht. Romantik, einen Kuss hauchen haben wir schon gemacht. Bitten, Freundin zu sein. Was will er denn? Gestehen, verknallt zu sein. Komm, wir gestehen das, bevor der schmierige Lappen hier... Hey, Adolf! Da ist doch Adolf. Kann sie überhaupt spielen? Achso, sie, ja, ich verstehe auch nicht. Na los, kalt jetzt plaudern und jetzt... Was will denn dieser Laffel da? Befördert, oh, ganz kurz. Alter, hier passiert gerade so viel, um Gottes Willen. Frikadella, befördert zu Küchendirektorin. Frikadella wurde befördert und ist jetzt Küchendirektorin. Sie verdient jetzt 122 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 253 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. Knapp 2000! Ihre nächste Schicht beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Boah, das ist ja mies. Küchendirektorin. Boah, krass, was hat die denn jetzt an? Jetzt hat die irgendwas Schwarzes an. Ist das denn schon maximiert jetzt? Ist die Karriere schon maximiert? Das müssen wir uns später angucken. Jetzt erstmal hier weiter. Was ist denn jetzt los? Oh.
Ersten Kuss erleben, ewige Liebe erklären. Komm, wir erklären mal die ewige Liebe. Ich sehe nicht, dass hier irgendwas passiert in Richtung ewiger Liebe und so. Ah. Du setzt mein Herz in Flammen, Kaltherz. Was? Ich habe Hunger auf Burger. So, das ist echte Liebe. So, Freunde fürs Leben werden. Ja, Friendzone. Nee, machen wir mal nicht. Wir machen mal ein Kompliment zwischendurch wieder und dann Liebesgedichte rezitieren. Jetzt ist aber ein bisschen, jetzt wird es aber ein bisschen kitschig. So, gestehen, verknallt zu sein. Ich weiß nicht, das hat man eigentlich theoretisch schon mal. Ich weiß aber nicht, was passiert ist. So. Halt, jetzt ist das Wichtigste. Nein, setz dich nicht hin. Setz dich nicht hin. Ich erkläre, ich will doch... Ja, genau, steh wieder auf. Wo seid ihr denn? Ja! Huch, die Kamera. Was ist denn mit der Kamera? Die Kamera geht immer weg. Hallo? Die Kamera ist gerade immer weggeflutscht. Ich glaube... Kaltherz ist soeben die Freundin von Tränenmond geworden. Finstere Wolken ziehen an Firmament über Pofingen. Ich glaube, der Tod hat ein neues Zuhause gefunden. Ach du Scheiße, sie werden Leid und Elend und Agonie über die Stadt bringen. Ich weiß es jetzt schon. Beide sind glücklich. Wange küssen. Wange küssen. Versuchen zu verführen. Ach, oh. Sich für Klaviersonaten. Ja, ersten Kuss erleben. Machen wir natürlich auch. Ja, das machen wir natürlich auch. Den ersten Kuss erleben. Ach, ist das schön. Ich freue mich ein bisschen. Vor allem, weil es so Freundschaftsringe. Ihr seid doch zusammen. Ihr tauscht doch keine Freundschaftsringe, sondern Liebesringe. Und die sind schwarz und aus Rosendornenkränzen geflochten. Halsküssen. Den Halsküssen gilt aber nicht als ersten Kuss erleben. Okay. Hat die überhaupt einen Hals? Die hat doch hier... So. Na oh. Und? Oh. Das fühlt sich gut an, fast wie der Tod eines geliebten Menschen. Und jetzt reden sie über Staubsauger. Du küsst wie ein Staubsauger. Du saugst dich fest wie ein Noppen. So, Tränenmond ist auf jeden Fall, hat Kissing Skills. Und ich würde sagen. Machen wir das einfach mal, komm. Was? Was? Ah, jetzt! Oh Mann! Ich dachte gerade, es ist schief gegangen. Ach, Gott sei Dank haben wir das noch gesehen. Ich wollte es doch schön in Szene setzen. Ja, Tränenmond hat ihren ersten Kuss erlebt. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das nicht... Alter, wo ist Fridolin? Wo ist Fridolin? Fridolin pennt gerade. Nein. Oder pennt er überhaupt? Der ist im Magnolienblütenpark. Fridolin Schlömpel hierher bringen. Natürlich. Alter, was ist denn hier los? Erotischer Austausch zwischen den beiden. Da ist Fridolin. Yeah, Fridolin. Okay. Ran an den Speck. Ich meine natürlich, hallo. Lustig vorstellen, fröhlich vorstellen. Was ist denn los? Alter Schwede, die Liebe hat Einzug gehalten. Fridolin ist leider völlig erschöpft. Aber dafür reicht's noch. So, ich würde sagen, ja, jetzt nicht hinsetzen. Er beobachtet sie natürlich heimlich. Alter, ist das hier, ist so viel Liebe im Raum gerade. Oh, angenehmes Gespräch. Juhu. Angenehmes Gespräch. Hey, kennen wir uns nicht aus dem Internet? Ich habe dein Dating-Profil gesehen. Ja, das ist voll albern. Ich schreibe ja nur Scheiße rein. Guck mal, wie ich aussehe, in Wahrheit. Ja, ich möchte mir sofort die Hände abschneiden, bevor ich dich berühren muss. So, ich glaube, Kaltherz ist gerade gegangen. Und die beiden tanzen zur nicht hörbaren Musik. Was ist jetzt mit Tränenmond? Tränenmond kann eigentlich zurück nach Hause, aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt draufklicke, dass Tränenmond hat eine Freundin. Tränenmond hat eine Freundin und Fridolin hat eine kennengelernt. Was ist das denn? So, auf jeden Fall, was ist denn hier los? Tanzen mit Sabrina plaudern. Die plaudern aber nicht unbedingt sehr ausgiebig. Tag verschönern. Kompliment machen. Hey! Outfit zeigen. Ja. Hey, Bo! Hey, Bruce. Tja, kennenlernen. So viel läuft da jetzt noch nicht. Die beiden kennen sich auch gar nicht. Tiefgründige Unterhaltung. Warum auch nicht?
Zombo yelps. So, Tremont ist jetzt ein bisschen traurig. Ihr Date ist gerade abgehauen, aber die haben rumgemacht. Oh, und Sabrina ist also romantisch. Er redet gleich über Friedhöfe. Oh, Pampini. Plef. Brig. Alter, was hier gerade? Ich muss das alles erstmal verdauen. Das geht alles so schnell hier gerade. Und Fridolin hat endlich Sabrina kennengelernt. Ich glaube es ja gar nicht. In einer Bar, in einem Nachtclub sozusagen. Ist ja unfassbar. So, fesselnde Geschichte erzählen nach kleinem Kreditfragen. Was, bitte was? So, von Gitarrensolos schwärmen ist ja immer eine gute Sache. Ich wurde mal mit der Polizei abgeholt, denn ich bin ein echter Bad Boy, weißt du? Ich bin ein Gangster, Junge. Yeah, MC Fridolin. Yeah, und dann war ich mit den Cops unterwegs und ich hab gesagt, fuck the police, yo, 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 yo. Das hab ich mal auf dem Plattencover gelesen. Ja, ich bin halt ein Bad Boy. Ich bin halt ein Bad Boy, so kennt man mich. Ich bin hart wie Stahl. Warte, das ist ein falsches Zitat, Entschuldigung. Hart wie Kryptonit. Spinay? Und ich bin voll musikalisch, Alter. Ich stehe auf Musik. Musik steht auch auf mich. Yeah, Musik und ich sind Bros, Junge. Mädchen, du bist ja ein Mädchen. Das bin ich gar nicht gewohnt, mit Mädchen zu reden. Ich mag deine Haarfarbe. Yeah, yeah. So, schmeicheln. Nochmal ein bisschen den Tag verschönern, kann man ja machen. Über Fitnesstechniken reden ist bestimmt auch super. Ich mag Lollis. Magst du auch Lollis? Jeder mag Lollis. Fridolin ist einfach ein Aufreißer-Typ. Das macht man ja auch so, wenn man selber so in den Club geht. Früher in die Disco. Wenn man in die Disco geht und dann sagt, ey, magst du Lollis? Das kam immer gut an. Schmutzigen Witz erzählen. Kann man ja mal machen. Tremont haut, glaube ich, ab. Ich weiß es nicht genau. Das mit dem schmutzigen Witz hat ja gut geklappt. Ist das Haus gekommen? Die Herrin der Ringe. Hey, das ist doch von Tränenmond. So, wo geht Fridolin jetzt hin? Zurück nach Hause. Und Tränenmond ist auch schon... Ah, die ist... Wo ist die? Klassisch, Mädchen, klassisch. Bist du auf den Geschmack gekommen? So, es ist 6 Uhr morgens, da kann man auch mal zurück nach Hause düsen. Ach, was für ein schöner Tag heute war. Ich bin todunglücklich, so schön war es. Es kribbelt noch alles. Könnten aber auch die Schweißtropfen sein, die mir runterlaufen. Boah, hab ich geschwitzt. So, jetzt geht die zu Fuß nach Hause. Warum reist die denn nicht nach Hause? Ja, komm, zurück nach Hause. Also ganz ehrlich, Fridolin, lass mal laufen. Da ist wieder Brandon, der scheint überall zu sein. Der Schrumpeljunge ist einfach überall. Jetzt hör doch mal auf, zurück nach Hause zu gehen und nimm doch mal einfach ein Taxi. So. Alter, wie weit hätten die da laufen müssen? Ich weiß es gar nicht. Ab nach Hause. Ah. Ja, erstmal strecken. Ach ja, habe ich mich einfach mal selber vor dem Rechner gestreckt gerade. Habe extra so eine Streckbank stehen, da lege ich mich mal drauf zwischendurch. Lass die alten Knochen einfach mal alle durchknacken, bis sie gebrochen sind. Das macht mich flexibler. Gebrochene Knochen machen flexibler. Das ist so, als hätte man statt einem Knochen plötzlich zwei im Körper. Also natürlich hat man nicht mehr als zwei. Aber es verdoppelt sich die Anzahl der Knochen. Fridolin schläft. Ich... Warum? Wieso? Frikadella. Na, das ist eine neue Uniform. Sieht aber schmafte aus. Wie sieht's denn aus? Leistung. Ach, die kann noch weiter. Kochbuch schreiben. Ach, du Heilige. Die kann noch weiter aufsteigen. Küchendirektorin ist sie schon, kann aber noch weiter aufsteigen. Heilige Scheiße. 11 Stunden bis zur Arbeit. Die muss auf jeden Fall noch ein bisschen schlafen bis dahin. Also Fridolin trete ich mal aus dem Bett. Der wird jetzt natürlich ein bisschen knatschig sein, aber ganz ehrlich, er soll nicht im Bett seiner Mutter schlafen. Ich weiß, da hat er jahrelang, bis er 12 war, wurde er auch noch gestillt. Deswegen, ja, lassen wir das mal. So, Tränenmond ist in einer Beziehung. Frikadella geht schlafen. Jetzt geh du auch schlafen, Junge. Ihr müsst alle mal schlafen. Alle sind sie fertig. Das war aber auch ein Wochenende, mein lieber Scholli. Tränenmond muss erstmal was essen. Weil Kaltherz Seelenfrost hat natürlich beim Küssen den Inhalt ihres Magens aus dem Hals rausgelutscht. Das ist so eine liebsame Eigenschaft, die muss man zu schätzen wissen.
Das sind so die Kleinigkeiten, die man mag an einem. Dass jemand einem die Essensreste aus dem Magen hochsaugt und selber verdaut. Das sind einfach so liebe Sachen. Kleinigkeiten, weißt du? Muss man zu schätzen wissen. So, wir haben 4000 Simoleons und ein beschissenes Wohnzimmer. Was ist denn los?